Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Heute beantworte ich mal ein paar Fragen bezüglich F1 22, aber nicht so etwas wie, warum Jeff gefeuert wurde, warum und welche Strecken überarbeitet wurden und sowas und so weiter. Ich habe mir gedacht, heute beantworte ich mehr so Hardware- bzw. Software-mäßige Fragen bezüglich F1 22, was ja in wenigen Wochen auf den Markt kommt. Frage Nummer 1. Wer bringt F1 22 eigentlich auf den Markt und wer entwickelt das Game? Also, Electronic Arts hat Codemasters Mitte Februar 2021 für 1,2 Milliarden aufgekauft, aber dennoch ist Codemasters die Bude, die das Game entwickelt und EA Sports ist für die Veröffentlichung zuständig. Die zweite Frage: Auf welchen Plattformen erscheint F1 22? Also das Spiel erscheint am Freitag, den 1. Juli in der Standard-Edition für die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One und für den PC. Und beim PC wird es über die EA-App, über Oregon, über Steam und über den Epic Game Store veröffentlicht. Die Champions Edition kommt am 28. Juni, also 3 Tage früher, also an einem Dienstag. Obwohl man es in der Vergangenheit schon an einem Montagabend so gegen 19, 20, 21 Uhr schon anzocken kann. Müsst ihr mal ausprobieren. Entweder das Spiel lässt sich starten oder wir müssen halt bis 1 Uhr morgens warten. Ne, ihr wisst ja, Deutschland, Großbritannien, eine Stunde Zeitverschiebung. Die nächste Frage: Auf welcher Game Engine basiert F1 22? Das Spiel basiert auf der Ego Engine 4.0 und die ist schon lange am Start. Sehr lange. Ich zähle euch mal ein paar Spiele auf, die mit dieser Engine entwickelt worden sind. F1 2015, F1 2016, F1 2017, Dirt 4 aus 2017, F1 2018, F1 2019 in der Anniversary Edition, Dirt Rally 2.0 aus 2019, Grid aus 2019, F1 2020, F1 2021 und wie eben erwähnt, F1 22. Aber Gerüchteküche, Achtung! F1 23 soll mit einer komplett neuen Engine gebaut werden. Das könnt ihr euch schon mal merken. Und übrigens, ich habe mal ein Video gemacht, in dem ich euch erklärt habe, welche Anforderungen euer PC für das Spiel braucht, sowohl in der Mindest- als auch in der empfohlenen Anforderung. Könnt ihr gerne mal auschecken. Und ich habe euch auch noch einen Link unten in die Videobeschreibung gepackt, wo man angeben kann, wie viel FPS auf eurem System für F1 22 zu erwarten sind. Ihr seht ja jetzt hier dieses Fenster, da braucht ihr eigentlich nur euer Betriebssystem, eure CPU, eure GPU, euren RAM und so weiter einzutragen und ein paar Sekunden später wird dann angezeigt, wie viel FPS auf welcher Bildschirmauflösung zu erwarten sind. Das Ganze ist mehr so theoretisch, aber ich denke mal, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Die nächste Frage: Da man in F1 22 auch mit VR auf dem PC zocken kann, warum das auf der PlayStation geht, weiß ich nicht, welche Geräte werden unterstützt? Laut der Quelle, die ich unten angegeben habe, nur zwei. Die HTC Vive und die Oculus Rift. Finde ich ehrlich gesagt jetzt ein bisschen schade, dass nicht noch ein paar weitere dazu unterstützt werden. Aber wer weiß, vielleicht werden die ja noch irgendwie noch dazukommen. Wer weiß. So, und jetzt eine sehr wichtige Frage. Welche Lenkräder werden in F1 22 unterstützt? Also ich habe mit simracingsetup.com zwar eine Internetseite gefunden, aber die Liste im Hintergrund für die Plattformen wurden bisher nicht offiziell bestätigt. Der Link zu dieser Website befindet sich unten in der Videobeschreibung. Ihr habt ja gesehen, für PC, für PlayStation, für Xbox. Also vielleicht habt ihr ja auch euer Lenkrad dort gefunden und seid auf jeden Fall dann schon mal ein wenig beruhigt. Was ich jedenfalls nicht finden konnte, sind die Xbox-Controller, Hori-Lenkräder oder Speedlink-Lenkräder. Keine Ahnung, warum die nicht da sind. Wie gesagt, ist nicht offiziell bestätigt, aber ich gehe mal davon aus, dass die vielleicht auch noch unterstützt werden. Wenn ich die offiziell bestätigte Liste der Geräte habe, dann haue ich sie unten in die Videobeschreibung bzw. unten als angepinnten Kommentar herein. Die nächste Frage: Bringt Fanatec wegen F1 22 wieder ein seltenes Lenkrad heraus? Bisher habe ich darüber keine Informationen, aber zum Release von F1 2021 gab es das Fanatec Lenkrad, ihr wisst schon, dieses grüne, was im Dunkeln geleuchtet hat, erst Ende September 2021. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Für F1 2020 kam die limitierte Edition bereits Mitte Mai 2020, bei F1 2019 sogar schon Ende April 2019 und für F1 2018 erst Ende November 2018. Also wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, lasst uns mehr so Richtung Spätsommer, Frühherbst gucken, weil F1 2021 nehme ich da mal als Beispiel. Wisst ihr, was ziemlich cool wäre? Wenn Fanatec ein Lenkrad herausbringt, das ein Bildschirm hat, so wie das SF1000. Schön groß, wo man alle Informationen mit ablesen kann. Das wäre echt geil. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wie das Lenkrad ungefähr auszusehen hat. Das letzte Lenkrad war ja mehr so grünlich und das davor war goldfarben. Ich tendiere mal, dass es vielleicht so Richtung Blau gehen könnte.
Also, weil wir Blau bisher noch gar nicht hatten. So, und dann kommen wir auch zur letzten Frage, die da lautet: Wann kommt endlich der Crossplay-Modus und warum kommt er nicht zum Release? Also Fakt ist, Crossplay kommt. Darüber brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Aber laut RacingGames.gg kommt das Ganze erst nach dem Release und der Grund für die Verspätung ist laut Game Director Lee Mather nämlich folgendes, ich zitiere ihn mal: Das Team, mit dem wir für die Crossplay-Arbeit zusammengearbeitet haben, befand sich in der Ukraine. So etwas, das wir leider nie vorhersehen konnten, bedeutete, dass das etwas länger dauern wird als erwartet. Was den Zeitpunkt angeht, ja, das kann ich euch nicht sagen. Ich spekuliere mal Ende Juli, Ende August vielleicht oder Mitte August. Keine Ahnung, nagelt mich bitte darauf nicht fest. Ich weiß es nicht. So, liebe Community, das soll es mit dem Video gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Habt ihr noch Fragen zu F1 22, Hardware oder Software technisch? Gerne unten in den Kommentaren eure Frage stellen, dann werde ich darauf auch eingehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da lassen, würde mich sehr freuen. Und das supportet auf jeden Fall auch meinen Kanal und der ist in letzter Zeit doch schon etwas nach oben gegangen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns Ende der Woche wieder, wenn es wieder heißt, Mike und Marcel Fischer fahren den Kanada Grand Prix rückwärts und unterhalten sich über den kommenden Grand Prix. Bis zum nächsten Mal und ciao.